Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die drei Fragezeichen und das Rätsel der Schattenhelden oder das Geheimnis? Das Geheimnis ist Das es. Geheimnis. Ich krieg das nie hin. Das macht nichts. Hallo Schatz. Hallo. Ja, letztes Mal haben wir in einer ganz tollen Aktion Blackie wieder in seinen Käfig befördert. Nach einem Erdbeben, wie es aussieht. Das uns aus einem tollen Traum rausgerissen hat. Ja, und jetzt hoffen wir mal, dass es irgendwie sinnvoll weitergeht. Ich klicke nochmal auf Blackie. Das war sogar richtig. Ja, ich glaube, wir müssen ihn jetzt vielleicht doch aufhängen. Mal Ja, gucken. wir müssen ihn aufhängen. Nein, will er nicht. Dann nehmen wir ihn vielleicht mit raus. Ja. Nun mal nicht den Teufel an die Wand, Blackie. Wir haben schon öfter Erdbeben erlebt. Aber ich kann mich an keines erinnern, das den Schrottplatz erschüttert hat. Justus! Justus! Tante Mathilda, sicher ist sie krank vor Sorge. Ja, dann hinder, ne? Oh, Onkel Titus geht es gut. Allerdings hat er mit einem Rohrbruch zu kämpfen. Und warum ist denn das alles hier draußen? Das ist alles komisch. Ich wollte mit ihm sprechen. Darf ich nicht. Gut. Ja, du sollst jetzt zu Tante Mathilda. Ja, ist auch scheißegal, was Titus hier macht. Ja, aber Justus Tante Mathilda hat Jonas, dich gerufen. Du kommst auf der Stelle zu mir. Siehst du? Hat er recht. Du erscheinst nicht zum Abendbrot. Dein Bett ist unberührt und kein Pieps nach dem Beben. Komm mir bloß nicht mit einem neuen Fall und nächtlichen Aktionen. Ich bin untröstlich, Tante Mathilda. Aber sieh mal, wen ich gerettet habe. Ja, und wir wollen rum. Naja, schön, dass du dich wenigstens um den Vogel sorgst. Ach, natürlich kann Blackie bei mir bleiben, Justus. Ach, nicht auszumalen, wenn euch etwas zugestoßen wäre. Ach, Jungs. Ja, danke. Kein Strom, kein Wasser, kein Telefon. Ach, und meine Notfallliste habe ich auch verlegt. Eine Notfallliste. Ach so, ich soll ihn ja hier lassen. Mein Schatz vergrub ich in finsterer Nacht. Wo die Toten heute halten ewig gilt wach. Helmpflicht für alle. Das heißt, ich brauche erst einen Helm, um ins Haus zu dürfen. Vielleicht liegt hier irgendwo einer rum. Siehst du irgendwo einen Helm? Nein. Ich darf auch nicht zum Tor. Ich würde so gerne mal mit dem Fall das weitermachen. Das ist hier zu riskant. Da ist ein Helm. So. Den setze ich gleich auf. Ja, und jetzt können wir vielleicht ins Haus rein. Dann sprechen wir mit Onkel Titus. Es sieht nicht so schlimm aus, wie ich befürchtet hatte. Ja, wo ist Tante Mathildas? Das ist im Spiel, ne? Ja, Feuerwehr. Ich höre nämlich entweder Feuerwehr oder Polizei. Es ist im Spiel. Ja. Aber als... Oh, Tante Mathilda hat mir gestern etwas vom Abendbrot aufgehoben. Das ist jetzt deine einzige Sorge, Hau oder? Rein. Will er nicht. Ja, ich suche die Notfallliste von ihr. Wir können uns auf jeden Fall schon mal diesen Wasserkanister merken. Den brauchen ja, wir garantiert. Ja, sieht sehr komisch aus. Weil mit Sicherheit hat sie eine Notfallliste, wo dann draufsteht, Trinkwasser abfüllen oder sowas. Jetzt sind die Bilder auch wieder normal. Ja. Und hier ist auch so eine Kehrschaufel. Die sieht auch ein bisschen auffällig aus. Mir ist hier aber gerade nicht drin. Okay, kann ich die Treppe hoch? Oh! Justus! Bleib bitte unten! Ich darf nicht die Treppe hoch. Hätten wir unser Zimmer mal gesehen. Schade. Hier liegt Wasser. Ach, ich wollte doch gucken. Nein. Ach ja. Auch auf das Transistorradio ist kein Verlass. Das sollte aber gerade so sein, das Störgeräusch. Ja, das war im Spiel. Sehr witzig. Ah! Habe ich gut gemacht. Du meine Güte. Ich muss den Zugang zum Büro sichern. Ah ja. So nicht, okay. So nicht. Mit dem Rohr? Oder mit irgendwas zum Absturz? Ich rede aber auch mit Titus. Darf ich immer noch nicht? Darfst immer noch nicht. Guck mal, da vorne liegt so viel Gerümpel rum. Die Leiter darf ich nicht. Diese Rohre hier, das sind so viele. Ja, wir müssen die irgendwann. Rohre noch einsammeln. Ja, für seinen Wasserrohrbruch, hundertprozentig. Wahrscheinlich. Das sind ja auch überall diese verschlossenen aber Boxen. Das hilft noch. Uns ja wieder nicht weiter im Fall. Nein, irgendwie seit Ewigkeiten
dümpeln wir jetzt hier in diesem... Die Story gibt einfach nicht mehr her. Das ist hier zu riskant. Die Story war eh schon ein bisschen flach, finde ich, aber... Ja. Und es sind bestimmt 30 Rohre, wie es aussieht. Ja, soll ich nochmal rein? Ja, wahrscheinlich. So, die Notfallliste. Weil ich denke mal, kannst du den Computer benutzen? Nee, wir haben ja keinen Strom. Strom. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass... Da ist auch so ein Wasserkanister, der war vorher nicht da. Gut, dass wir unseren eigenen Wasservorrat haben. Dass, wenn es jetzt in... Gut, dass wir unseren eigenen Wasservorrat... Wenn es in der Zentrale nichts mehr gäbe, dann dürften wir wahrscheinlich gar nicht mehr rein. Also... Ja. Ohne Strom sieht's... Das Periskop. Draußen hat sich der Schrott verlagert und... Das Periskop ist nicht zu gebrauchen. Sonst hätte ich gedacht, man kann es vielleicht abbauen und als Stütze verwenden. Aber, ja. Ne? Eigentlich müsste sie noch brennen. Unbedarftes Kurbeln halte ich nicht für empfehlenswert. Oh, das war ein echter Justus-Satz. Ohne Ja. Warte mal, ich habe eine Idee. Kannst du jetzt das Handy benutzen? Mit was? Achso, ich dachte, man kann es vielleicht einfach benutzen. Nee. Dann guck doch mal die Notizen. Ja. Gefahr durch ein Fallnetz auf Stützen. Und Mr. Jonas braucht Hilfe bei den Wassermassen. Ein Fallnetz. Auf Stützen. Haben wir irgendwo... Kannst du... Nee, rausgehen kannst du nicht aus dem Schrottplatz, ne? Vielleicht finde ich irgendwo ein Netz. Nee, raus will er nicht. Es ist zu riskant, sagt er. Also nach dem Erdbeben finde ich es auf einem Schrottplatz viel riskanter als draußen auf der Straße. Das ist wahr. Kann ich doch zu... Ich kann doch zum Tor, okay. Aber da darf ich auch nicht raus wahrscheinlich, ne? Ach, da geht's. Dass wir das rote Tor haben. Weißt die Maschine. Durch den Hauptausgang ist es zu gefährlich. Ja. Aber, ja, nee. Gegen das Erdbeben von 1906 war unseres heute ein sanfter Stups. Ich hoffe, dass das so bleibt. Die Abdeckplane. Alleine schaffe ich es nie und nimmer. Vielleicht hilft uns Titus. Ja, ich hoffe. Ist hier noch was anderes? Und wahrscheinlich sagt er, ich helfe dir, sobald ich diesen Wasserrohrbruch beseitigt habe. Das ist hier zu riskant. Wieso? Warum kann ich denn... Nur weil da eine Wasserpfütze liegt, du kannst doch wohl da durchgehen. Da liegt keine Wasserpfütze, das Wasser strömt heraus. Ja. Guck mal, ist zu riskant, da lang ja, zu gehen, ne? Ja, kannst du jetzt mit ihm reden? Ein Rohrsystem, hm? Wie sagten wir immer im Zirkus? Bekloppt? Aber könnte klappen. Oh, ganz schön clever, die alte Badewanne heranzuziehen, Onkel Titus. Soll ich helfen? Kümmere dich lieber um deine Tante. Aber wenn du meine handbetriebene Wasserpumpe entdeckst, also die könnte ich gebrauchen. Wie viele Rohre? Ich sag 30. Erstmal brauchen wir die handbetriebene Wasserpumpe. Vorher macht er, glaube ich, gar nichts. Okay, dann suchen wir die Wasserpumpe. Die ist bestimmt in der Werkstatt. Da war das Netz. Das war Zufall. Ja. Okay, Wasserpumpe. Da. Ja. Die geben wir ihm jetzt. Genau, und jetzt will er dann bestimmt die Rohre haben. Achso, noch ein Dichter. Danke, Justus. Das erleichtert mir die Arbeit enorm. Aber was mache ich, wenn die Wanne voll ist? Die Wanne hat einen Stöpsel. Also müssten wir das Wasser mitunter ablassen. Hast du einen Schlauch, der zum Bordstein draußen reicht? Ah, das willst du Wasser in die Kanalisation leiten. Da müsste schon ein Feuerwehrschlauch her. Wüsste nicht, dass wir einen haben. Ja. Aber Rohre finden sich garantiert. Damit könnte ich eine Leitung bauen. Du wirst sehen, so geht das auch. Ja. Juhu. Jetzt dürfen wir die Rohre sammeln. Ich sag 30, und du? 20. Oh, ich war dichter dran. 33. Egal, wie dicht du bist. Alex war dichter. Ja. Ja, Goethe war dichter. Ja. So, und ganz viele Rohre. Oben, ja. Ist da links noch was? Ich sehe es nicht. Nee. Ich will zum Tor. Jetzt darf ich wieder nicht zum Tor. Sei nicht so ungeduldig. Na, dann gehe ich. Ich darf hier auch nicht raus. Doch, da. Ach, da. Da. Ach so, darf ich. Ja. Ich gucke mich draußen auch mal eben um, wenn ich da schon bin. Ja, aber ich glaube, da waren keine Rohre mehr, oder? Nee. Da
Da darf ich ja nicht. So, Werkstatt. Erstmal die Werkstatt, ne? Ja. Im Haus sind bestimmt auch noch welche. Oh Gott, wir haben erst 13. Ja, ich sage das eine ganze Menge. Ich habe aber auch schon zigtausende gesehen. So, noch eins hier drin? Erstmal nicht, ne? Nee. Dann gehe ich jetzt mal Richtung Büro. Da drüber war noch eins, genau. Da ist nix. Gar keins, ne? Ich sehe keins. Merkwürdig. Okay. So, bei Tante Mathilda selbst vielleicht, ne? Ja, da wollte ich auch gerade fragen, ob wir da nochmal gucken können. Aber hier ist im Haus gar kein Rohr? Anscheinend nicht. Warte mal, das ist so unübersichtlich da. Ja, aber ich sehe da echt da nicht. Rechts, in dem Regal. Da? Ja, genau. Nee. Nee, das war, glaube ich. Ich gehe mal zu Tante Mathilda. Auch nicht. Aber das sind. Auch warte noch 14 mal. Stück. Das, vielleicht kann ich das Netz mittlerweile hier abgeben. Nee, noch nicht. Nee. Kann ich die Dachrinne nehmen? Das sind ja auch Rohre. Achso, nee. Ich würde das lassen. Okay. In der Zentrale waren keine Rohre. Oh, das kann natürlich auch noch sein. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Halt! Nee, das kann ich nicht nehmen, also. Vielleicht gibt es das Periskop. Das ist doch ein Rohr. Vielleicht zählt es zehnfach oder so. Ah, dass ich das abbau. Hier, sieht schon eins. Nee. Nee. Mit bloßen Händen bekomme ich das defekte Periskop nicht weg. Dabei wäre das Rohr zu gebrauchen. Genau. Jetzt guck doch mal in die Bank rein. Vielleicht. Nee. Jetzt? Ich dachte, vielleicht wären da noch irgendwelche Handschuhe dazwischen oder so. Wahrscheinlich zählt das Periskop relativ viel. Ach so, das da war ein Rohr. Okay. Das war jetzt aber erst dann Zufall. Sind dann doch mehr in der Zentrale. Vielleicht. Ja gut, das Periskop zählt wahrscheinlich echt eine ganze Menge. In der Falltür, war das vielleicht ein Rohr, was da rausgeragt hat? Ah. Ja, sehr gut, Schatz. Vielleicht die Dunkelkammer nochmal angucken? Nee. Da ist sonst nichts. Da nochmal gucken? Nee, da. Und das ist wirklich keins? Nee. Das ist anscheinend ein Plan oder sowas. Also ich denke, wir müssen echt jetzt was haben, um um das Periskop abzubauen, genau. Dann gucke ich nochmal in die Werkstatt. Ach. Da ist die Klappe hier, ne? Oben die Leiter oder was? Die, kannst hier ist du die eine eigentlich. Zange? Kannst du die Leiter nehmen? Ich habe gedacht, nee. Weißt du, zum Abstützen später. Ja, für stimmt. Das ja, aber nee, will er jetzt gerade noch nicht. Hier liegt eine Zange und ein Hammer, glaube ich, auch. Und das will er beides nicht nehmen. Das wird sich doch beides vielleicht anbieten. Kannst du mit Titus nochmal reden? Vielleicht hat er zufällig Schutzhandschuhe. Mathilda benötigt die Liste mit den Notfallnummern. Ich habe sie zuletzt im Büro gesehen. Hier hast du den Schlüssel. Aber das bringt uns nichts. Ach nee, halt. Ich dachte, das wäre ein Rohr. Das ist, glaube ich. Das ist das Kaputte. Ja. Aber jetzt so langsam schließt sich der Kreis. Ja, aber wir kommen ja nicht ins Büro, weil ich es nicht abstützen kann. Richtig. Womit kann. Liegt hier. Hier war ein Netz. Vielleicht ist im Haus muss irgendwas vielleicht, sein. Moment. Er hat doch bei irgendwas gesagt, er braucht eine zweite Person für irgendwas. Ja. Und dafür braucht er wahrscheinlich Titus. Und der hilft uns ja noch nicht. Richtig. Kannst du da nochmal hin, genau. Kein Strom. Kannst kein du den Koffer Wasser, gucken? Kein Telefon. Ach, und meine Notfallliste habe ich auch verlegt. Nee, ich kann Koffer hier macht dann nix. Nichts weiter anwählen. Das Telefon auch nicht, ne? Nee. Ich gehe doch mal ins Haus, weil da haben wir bisher noch gar nichts gefunden. Ja, da war. Das Kehrblech. Irgendwas brauchen wir hier, um. Darfst du jetzt nach oben auch nicht, ne? Mit Sicherheit nicht. Auch mit Helm? Justus! Nee. Bleib bitte unten! Fernseher. Das Netz müssen wir noch abstützen. Das kann ich hiervon nicht nehmen. Nee. Schlüssel. Ich kann das natürlich probieren, aber ich denke mal, er will mit Sicherheit nicht die da reingehen. Oder will er. Oder geht er rein? Oder sowas. Das ist hier zu riskant. Nee, will er nicht. Wir brauchen Schutzhandschuhe, um das Periskop abzubauen. Und dann haben wir vielleicht auch genügend Rohre. Handschuhe brauchen wir auch?
Nein, er hat auch gesagt, oder irgend sowas, er hat gesagt, mit bloßen Händen kann er das Periskop nicht abbauen. Ach so. Also da braucht er halt irgendwas und ich denke, dass das Periskop dann eine bestimmte Anzahl an Rohren ergibt. Ja. Moment, die Decke, die das vielleicht ist über... zu riskant. Die Decke, die über der Maschine Richtig. Liegt. Oder die Decke, die im Wohnzimmer über dem Sessel liegt. Genau, dafür braucht er eine zweite Person. Ja. Die Decke, im Wohnzimmer war eine Decke, sagst du? Ja, über der Sessellehne. Stimmt. Gucken wir da mal. Achso, da kriegst du anklicken, ist automatisch weg. Hier kann ich echt nichts anwählen. Mit bloßen Händen kriegt er das Periskop nicht weg. Ich meine, es muss jetzt nicht sein, dass das Handschuhe sind. Das kann auch sein, dass es irgendein Hebel ist. Mit dem Netz ja wohl nicht. Nee, Quatsch. Weißt du, irgendein Hebel, um es wegzuhebeln oder so? Ja. Ah, scheiße. Es war zu. Du hast eine Flasche umgekippt, aber alles gut. Ja. Yeah. Warum sind hier eigentlich so viele Lampenschirme? Die machen mich auch wahnsinnig. Kannst du hinten mal den ganzen Short durchklicken, ob da irgendwas... Oh Ach, das Bild wechselt. So wie ich zu weit links... Da. Geh mal auf den Pickup, da ist noch ein Rohr. Ja. Wahrscheinlich sind es genau 10 oder so, die das Periskop bringt. Da ist doch, ja, sind es auch. Okay, aber das hilft uns. Oh! Der Ständer daran ist höhenverstellbar. Ja, und jetzt daran kannst du das Netz befestigen. Ja, das war jetzt aber auch wieder Zufall. Nur, das steht erstmal den hier hin. Ja, und jetzt noch ein Netz. Oder da dran. Direkt an den. Ach so. Ah, jetzt stell das runter und dann kannst du das Netz dran befestigen. So. Wieso geht das nicht? Oder muss ich es hochstellen? Und dann? Was sagt er denn jetzt? Okay. Das ist hier zu riskant. Ja, du brauchst wahrscheinlich noch eine zweite Stütze, damit du das Netz dann rüberspannen kannst oder so. Das kann sein. Vielleicht ist die Leiter noch. Aber wart mal, kannst du bitte nochmal zurückgehen zu der Tür, zu der Bürotür? Ja, natürlich. Die Rohre. Kann ich jetzt nehmen, ja. Immerhin. Ach, die darf ich nicht, ja. Ja, meinst du, das hat sich da jetzt mit schon? Muss ich das jetzt schon irgendwie hinkriegen, oder? Ja, ich glaube, du brauchst noch was. Was schaut denn da hinten raus? Also da bei den Büschen? Dieses graue Teil. Das ist anscheinend nichts, ne. Aber das ist die höchste Position. Oder kannst du das Netz an dieser abgebrochenen Dachrinne befestigen? Nee, das will er so nicht. Was ist das Tiefste? So, Moment. Tiefer jetzt so geht nicht. Ja, da fehlt ja anscheinend noch was. Oder meinst du, dass das, was hier drin ist, erst das Periskop abkriegt? Es ist die Frage, was muss man zuerst machen, ne? Die Notfallliste ist im Büro. Ja. Und dafür haben wir den Schlüssel gekriegt. Ja. Jetzt müssen wir schauen, dass wir ein Befestigungsding finden. Und dafür brauchen wir das Periskop. Oder halt für die restlichen Rohre, wobei die könnten auch im Büro sein. Deswegen habe ich ja gedacht, die Leiter vielleicht. Also die Leiter will er nicht. Wir brauchen jetzt erstmal irgendwas, glaube ich, um das Periskop zu befreien. Ja, und ich glaube, dass das nicht im Büro ist, weil das Büro ist, glaube ich, mit das Endziel. Richtig. Ist da noch mehr Schrott, den wir vielleicht mitnehmen können? Nee. Hier vielleicht noch was. Die Maschine will er nicht. Vorne die Lampe auch nicht, nee. Vielleicht ist ja das Rätsel fürs Periskop. Oh, warte mal. Das hier? Ja, das sieht auch so auffällig aus, ne? Der Ständer daran ist höhenverstellbar. Ah, jetzt haben wir nur ja. Ich dachte, ich müsste alle Lampenschirme jetzt finden, weißt du? So. Und den stellst du da hin? So, und den stelle ich jetzt auch auf die niedrigste Stufe? Nee, auf die höchste. So? Vielleicht so? Ah. Dann vielleicht beide eins hoch. Ich mache hier mal ganz unten hin. Ich glaube, die müssen auf die gleiche Höhe. Mach mal noch zweimal, bitte. Noch ein? Nochmal.
Und jetzt versuch's jetzt mal, und wenn ich den Basketballkorb noch eins hoch. So? So, ja. Kannst du, wenn du dazwischen klickst. Weil du musst dir das Netz irgendwie spannen. Ja, ja, aber dazu müsste ich es ja erstmal. Dazwischen. Ich denke, mehr Teile brauchen wir jetzt nicht, ne? Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, die müssen auf der gleichen Höhe sein. Ich mache den mal ganz hoch. Aber dann müsste der Korb noch eins hoch. So? So. Und wenn du genau in die Mitte. Nee, und da oben der Haken. Ich mache den noch höher. Die Höhe jetzt. Ist perfekt. Damit es quer jetzt ist. Jetzt fehlt ja noch ein Sicherheitsnetz. Ah. Sehr schön. So, dann können wir jetzt endlich reingehen. Und der Part ist gleich schon wir wieder. Wir waren rum. Noch nie in Onkel Titos Büro, oder? Ich glaube nicht. Oh Gott, wir müssen die ganzen Wasserflaschen noch sammeln. Ja, natürlich. Ich darf nicht rein. Und diese komischen Manschetten, die da überall liegen. Ich darf nicht Nimm rein. Nimm die Liste. Ach so, das war's schon. Ja. Dann gehen wir jetzt noch in die Liste über Tilda und Richtig. Dann haben wir den Part auch wieder rum. Und die sagt dann bestimmt, wir sollen alles Mögliche einsammeln. Wasser brauchen wir. Ja. Und, ja. Danke, Justus. Ich hoffe, ich kann die Telefonnummern bald erreichen. Wer weiß, was noch kommt. Ich gehe nicht von einem Nachbeben aus. Aber wenn es dich beruhigt, sollten wir über ein Notlager im Freien nachdenken. Nicht denken, handeln. Hier hast du den Koffer. Suche darin alles zusammen, was auf meiner Liste steht. Die Wasserboxen habe ich schon alle. Dorthin, wo keine Risse sind und kein Wasser. Ja, Ma'am. Ja, dann haben wir einen tollen Auftrag für die nächste Folge. Da freue ich mich schon drauf. Ich Wenigstens mich auch. Suchen wir jetzt unterschiedliche Sachen. Richtig. Und uns fehlen ja auch noch ein paar Rohre. Den Erste-Hilfe-Koffer haben wir schon. Ja. So, und im nächsten Part machen wir uns auf die Suche. Ich habe den Gaskocher. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.